Aloha und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns den zweiten Boss aus dem Schlangenschrein an, das Grauen aus der Tiefe oder auch der Lurker. Bevor es jedoch an den Boss geht, müsst ihr die 6 Plattformen im Hintergrund klären. Erst dann erscheinen nämlich keine bissigen Fische mehr im Wasser. Allerdings fängt selbiges an zu kochen und ihr bekommt Schaden. Dadurch könnt ihr das Wasser kurzweilig betreten, was zu einer Kernmechanik des Kampfes gehört. Um den Boss beschwören zu können, müsst ihr diesen angeln. Hierfür wird mindestens ein Skill von 300 benötigt. Umso höher allerdings, umso weniger Zeit nimmt das Angeln in Anspruch. Schauen wir uns jetzt aber mal die Kernmechaniken des Kampfes an und gehen anschließend darauf ein, was die jeweiligen Klassen bzw. Rollen zu tun haben. Der Kampf besteht aus 2 sich abwechselnden Phasen. In der ersten, welche genau 2 Minuten dauert, kämpft ihr verteilt auf allen Plattformen gegen den Boss. Verteilt euch so gut es geht, sodass seine erste Fähigkeit Geysir so wenig Leute wie möglich schadet. Diese trifft einen zufälligen Spieler, fügt ihm Schaden zu und lockt alle in einem Radius von 10 Metern weg. Jegliche Fernkämpfer verteilen sich auf den kleinen Plattformen, dazu aber gleich noch mehr. Außerdem werden alle Melees von einem Wirbel getroffen, welcher physikalischen Schaden zufügt und euch ein klein wenig nach hinten schleudert. Die letzte und markanteste Fähigkeit des Bosses ist der Wasserschuss. Dieser geht einmal 360 Grad um den Boss und tötet jeglichen Spieler, welche davon getroffen werden. Um das zu umgehen, springt ihr demnach ins Wasser und bleibt dort stehen. Solltet ihr springen, bekommt ihr jedes Mal Schaden. Finger weg von eurer Sprungtaste. Fähigkeiten wie Gottesschild von Pala, Eisblock vom Mage oder der Mantel der Schatten vom Schurken machen euch allerdings dagegen immun. In der zweiten Phase taucht der Lurker ab und 3 Nahkämpfer-Ads auf der großen Plattform sowie jeweils 2 Caster-Ads auf den kleinen Plattformen erscheinen. Ihr habt nun eine Minute Zeit, um diese zu töten. Gebt hierbei am besten wie folgt vor. Kontrolliert beide Ads auf den Plattformen via Schieb, Vier oder Eisfalle und kümmert euch zuerst um die 3 Nahkämpfer-Nagas auf der großen Plattform. Sind diese gefallen, springen die Melees sowie die Tanks auf die kleinen Plattformen und töten mit den Castern zusammen kontrolliert ein Ad nach dem anderen. Eine Minute später geht Phase 1 von vorne los. Der Boss taucht auf und beginnt immer mit einem Wirbel und einem sofortigen Schwall. Macht euch demnach bereit, dass ihr nach dem Auftauchen des Bosses relativ schnell wieder ins Wasser müsst. Ab jetzt wiederholt sich das Ganze, bis der Boss down ist. Als Tank müsst ihr euch keine Sorgen um die Caster-Agro machen. Diese zählt bei diesem Kampf nur aus der Melee-Range. Krieger oder Druiden können nach dem Wirbel problemlos mit Abfangen oder wilder Attacke wieder zurück zum Boss, sollten sie zu weit weggeschleudert worden sein. Macht euch außerdem bereit für die Ad-Phase und verteilt euch schön über die große Plattform. Dort müssen sofort die 3 Nahkämpfer-Ads kontrolliert und an euch gebunden werden. Sind diese tot, schwimmt ihr auf eine der kleinen Plattformen, auf welcher 2 kontrollierte Ads auf euch warten. Tankt eins nach dem anderen und schwimmt anschließend sofort zurück. Nun geht es von vorne los. Abtauchen natürlich nicht vergessen. Melees verteilen sich schön um den Boss herum, um den Geysir zu umgehen. Sobald der Boss seinen 360-Grad-Strahl gecastet hat, müsst ihr nicht zwingend ins Wasser, ihr könnt anstattdessen immer hinten an seinem Rücken entlanglaufen und weiter Schaden machen. Im Zweifelsfall natürlich sofort runter mit euch. In der Ad-Phase tötet ihr zuerst die Nahkämpfer-Ads und schwimmt anschließend rüber auf eine der kleinen Plattformen, um eure Fernkampffreunde zu unterstützen. Sind die Ads tot, geht es sofort wieder zurück auf die Plattform in der Mitte. Als Ranged-DD verteilt ihr euch auf die 3 kleinen Plattformen. Am besten teilt ihr die Klassen so auf, dass auf jeder Plattform mindestens ein Jäger, Magier oder Hexenmeister ist. Manche Raids teilen ihre Ranged-DDs auch nach Klassen auf. Auf der einen stehen nur Jäger, auf der anderen nur Magier und auf der dritten nur Hexer. Die Shadows, Eulen und Elis natürlich untergemischt. Macht das natürlich je nach eurem Setup. Hauptsache, ihr könnt gut Crowd controllen. Verteilt euch zudem so gut es geht auf der kleinen Plattform, sodass der Geysir so wenig Spieler wie möglich trifft. In Phase 1 macht ihr nun Schaden auf den Boss und springt im richtigen Moment ins Wasser, um dem Schwall zu entgehen. Sobald der Boss abtaucht, gilt es nun die beiden Ads zu kontrollieren. Diese schwimmen von hinten bzw. der Seite an und stellen sich anschließend immer auf denselben Punkt. Ihr könnt demnach als Jäger immer in Ruhe eure Eisfalle an dieselbe Position stellen bzw. euch als Magier oder Hexer bereit machen, um zu schieben bzw. zu vieren. Sind beide Ads kontrolliert, macht ihr sofort Schaden auf die Nagas auf der großen Plattform. Erst wenn diese tot sind, geht es an eure Ads. Wartet dabei, bis ein Tank da ist und tötet anschließend beide Nagamagier. Nun geht das Ganze von vorne los. Die wichtigste Aufgabe als Heiler ist es, dass ihr euch unbedingt absprecht und richtig positioniert. Teilt eure Heiler so ein, dass jeder weiß, wo er steht und wen er zu heilen hat. Hier ist eine richtige Einteilung das A und O. Bei Schwall springt natürlich auch ihr ins Wasser.
Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch gerne direkt einen Daumen sowie ein Abo da. Über einen Kommentar freuen wir uns natürlich auch. In diesem Sinne, viel Spaß im Schlangenschreien und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.